Wir sind die Flüchtlingsberatung des Deutschen Roten Kreuzes Kreisverband Düsseldorf e.V. Und in unserem Verband gelten unter anderem die Grundsätze der Menschlichkeit und der Freiwilligkeit. Deshalb versuchen wir im Rahmen des Bundesprojektes Menschen stärken Menschen, Partnerschaften zwischen Geflüchteten und engagierten Personen herzustellen. Wir glauben nämlich daran, dass diese Beziehung sehr viel Nutzen bringt, sowohl für die Beteiligten selbst als auch für die Gesellschaft. In der Corona-Zeit, sie ging ja auch mit sehr viel Isolation einher, haben wir nochmal verstärkt gemerkt, wie wertvoll einfach menschliche Zwischenbeziehungen sind und auch menschliche Interaktionen. Das heißt für uns konkret, in der Ehrenamtsarbeit konzentrieren wir uns vermehrt auf Einzelkontakte, sprich Patenschaften, und wir weiten unsere Arbeit auf die digitale Ebene aus. Und das ist schon in Teilen bereits erfolgt. Unsere digitale Herausforderung hat sich aufgrund der zuvor beschriebenen Situation in der Pandemie ergeben. Das heißt also nochmal, wir haben gemerkt, wie wichtig zwischenmenschliche Beziehungen sind und auch, wie groß der Bedarf ist bei unserem Klientel an Einzelkontakten. Und das ist besonders im Bereich der Alltagspatenschaften der Fall, wo es eben darum geht, dass Ehrenamtliche dabei unterstützen, Regeln und Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu erklären. Also mein Coach ist Tobias Stapp aus der Organisation MEINA, haben 3 Unterziele definiert, durch dessen Erreichung wir unser Hauptziel quasi erreichen wollen. Und diese 3 Ziele sind als erstes, dass wir neue digitale Kanäle und Wege finden und ausprobieren möchten, mit denen wir potenzielle mehrsprachige Patinnen und Paten ansprechen können. Das 2. Unterziel ist, dass wir bereits bestehende Ehrenamtliche, dass wir die Beziehung zu denen nochmal fördern und dadurch sie als Multiplikatoren gewinnen. Und der 3. Weg ist, dass wir interne und externe Netzwerke aufbauen, um eben Maßnahmen auch zu erreichen. Wir vereinbaren mit meinem Coach gemeinsam 2-wöchentlich immer ein 2-stündiges Online-Meeting. Und in dem Meeting ist es dann so, dass es oft mit einem Rückblick auf die letzte Sitzung startet. Das heißt also, wir schauen nochmal zurück, welche Fragen sind offen geblieben, welche Fragen konnten wir in der Zwischenzeit klären. Das heißt, ich bekomme da auch nochmal von meinem Coach Raum, um zu berichten, wie die Woche gelaufen ist, was bereits erfolgt ist, etc. Und nachdem wir das gemacht haben, arbeiten wir gemeinsam an einem Strategiekonzept. Das heißt, wir halten schriftlich fest, welche Ziele wir erreichen wollen, wie wir es erreichen wollen, etc. Und dieses Strategiekonzept wird eben fortlaufend in jeder Sitzung angepasst. Dass wir mehr Menschen von unserem Projekt begeistern wollen, weil wir wirklich sehr dahinter stehen und einfach sehen, was für eine tolle Sache das ist. Das heißt, unser Ziel ist also Begeisterung, und auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch das Engagement bereits bestehender Patinnen und Paten beleuchten, weil wir das auch einfach als ganzer Verband nochmal sehr schätzen.